Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Daylight. Ja, es war gerade für, ich bin mir nicht sicher, 3 Euro. Ist es im PlayStation Store? Und da dachte ich mir, ja, guckst du dir das mal einfach an. Mittel, leicht, schwer, ich bin auf dem Mittel, denke ich mal. Ist die Musik gerade leiser geworden, wo ich lauter gemacht habe? Naja, okay. Untertitel an. Real DH3D, was heißt das? Keine Ahnung. Steuerung. Können wir uns mal... Laufen auf L2? Ja, was? Okay, auf L2. Muss ich hier erstmal dran gewöhnen. Wahrscheinlich. Invertieren? Nein. Hab ich gar nichts geändert, ne? Fangen wir mal direkt mit einer neuen Geschichte an. Ich bin gespannt, ich habe dieses Spiel, glaube ich, einmal schon mal gespielt mit einem Kumpel. Aber da waren wir, glaube ich, nicht von Anfang an dabei, sondern wo er halt mal war. Haben wir weitergespielt für ein bisschen, keine Ahnung. Mehr aber auch nicht. Also, und das ist schon ewig her. Da war das Spiel vielleicht auch rausgekommen. Kann so sein, 2014 ist es erschienen. Da muss das auch irgendwo irgendwann gewesen sein. Also, ja, keine Ahnung, die Story kenne ich nicht. Ich habe davon noch nie was gesehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ah, jetzt kommt nochmal die Steuerung. Findet die Relikte der Vergangenheit. Kommt überhaupt eine richtige Story? Anscheinend nicht. Ich denke mal, das habt ihr alle gelesen. Ich habe das nicht vorgelesen, weil er noch geredet hat und wollte es danach nicht noch lesen. Also, ja. Oh Mann, ich weiß doch gar nicht, was ich... Ich dachte, das Spiel hat ein bisschen Story, so... Was? Warum laggt es ein bisschen? Alles laggt halt echt ein bisschen. Hallo? Ja, moin. Wahrscheinlich laggt das Spiel. Das ist ein bisschen schade. Hä, es laggt halt echt absolut krass, Mann. Haben wir noch eine tote Kuh, haben wir da? Mit Island Hospital Lauf. Würde ich ja gerne, aber es laggt. Weil ich glaube, es hat... Nein, es hat mich nicht gefangen. Irgendwie laggt es hier an der Treppe. Hä, was ist denn das? Es lädt auch noch die ganze Zeit. Also oben links, ne, steht die ganze Zeit lädt. Wahrscheinlich laggt es deswegen. Die Daten werden gespeichert. Wisst ihr was? Kann ich auf... Macht ihr das jetzt weiter? Relikte betrachten. Was? Kommt sogar die... Gesammelt 2, was? Vielleicht ist es jetzt fertig. Kann ich das... Okay, ich kann 4 aufnehmen. Wie benutze ich die jetzt? Kann ich nicht aufmachen. Wie benutze ich das? Nochmal? Ich muss mir das kurz angucken, wie ich die verwende. Objekt werfen, fallen lassen, aufheben, verwenden. Ja, drücke ich jetzt einfach. Ne, mit links. Ne. Leuchtstab verwenden. Das ist ein Leuchtstab, ne? Ja. Und jetzt kann ich bestimmt noch einen nehmen, oder? Ja. Okay. Hier unten ist auch nichts. Wo muss ich denn lang?
wir hier noch? Die Mid-Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Dr. Walter Mörker oder so. Er ist als führende Persönlichkeit in den Pocken sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf. Oh mein Gott, mein. Ach, wir lassen das lesen diesmal. Wir lassen das lesen mal. Aber kann ich jetzt die Tür öffnen, wenn ich. Ach ja, wow, ich hab mich erschrocken. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Was stand da gerade? Verstehe ich nicht. Warum das da war, wenn ich renne, aber nicht, wenn ich nicht renne. What was that sound? Oh Mann, warum spiele ich jetzt eigentlich ein Horror-Game? Weiß es nicht. Oh Mann, wo muss ich denn lang? Oh Gott, what's that? Hä, ich sehe gar nichts. Warum sagt sie, oh Gott, was ist das, wenn hier gar nichts ist? Kann ich da rein? Ah, tatsächlich. Ja, müssen wir die Teile jetzt. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde was beantragen, dass sie mich versetzen. Wie mache ich das hier da? Okay. Ah, so viel zu lesen. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitungen für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weiteren Angehörigen. Hier ist nichts. Kann ich da auch noch weiter? Tatsächlich. Oh Mann, was? Sollte ich ne. Hier kann ich eine Sackgasse. Mach mal hier eine Fackel an. Hey, sehe ich das ohne die Fackel nicht? Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im im Heizungskeller gesehen und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde nicht hier bleiben, um herauszufinden, was es vorhat, George. Was? warte mal, kann ich das ohne die Leuchtfackel jetzt nicht sehen, diese Teile? Der Patient ist körperlich gesund. Sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehend. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen. Was? Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht.
und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillem Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Das ist halt echt so ein endloses Labyrinth, so, ne? Oh mein Gott. Da beinahe. Bitte nicht. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob ich jetzt richtig gehe oder nicht. Da haben wir irgendwas? Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellungen mit Nachsicht zu behandeln, um gewalttätiges Verhalten wie bei Patientin 15 beobachtet zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer und unter leichter Aufsicht. Mein Lesen ist heute teilweise on point, aber teilweise auch absolut schrecklich. Warum geht da eine Tür einfach auf? Oder zu? Sollte ich hier jetzt reingehen? Hm. Warum ist hier nichts drin? Aber ich hab doch was. Überlegte 6 von 6. Habe ich jetzt 6 von 6? Nein, ich brauche 6, oder wie? Muss nicht sein. Mal Licht wieder an. Also muss ich jetzt noch was finden? Auf dieser kleinen Karte. Wow, man kann sie größer machen. Ich zoome ich so. Ah, super. Hey, kann ich das nicht bewegen? Scheint nicht. Ich kann nur zoomen. Was weiß ich? Hier war ich aber noch nicht drin, oder? Nee, halt doch, oder? Waren es nicht drei Räume? Ich glaube, ich war nur in zwei drin. Ich denke mal, ich muss jetzt wieder zurück. Weil da vorne nichts mehr war. Kann ich nicht lang? War ich hier? Ja. Hm. Na, da war ich auch. Ich weiß nicht, ob ich rennen soll oder nicht. Mich ducken? Warum packt sie die Fackel jetzt weg? Finde ich nicht nett. Oh mein Gott, what was that sound? Hey, es war gar kein Geräusch. Fackel raus. Hm. Was ist das? Keine Ahnung. Hier ist wieder nichts. Das kann doch nicht sein. Anscheinend geht's aber hier noch weiter.
Oh, was? Zu. Die auch. Hä? Muss sie doch irgendwas machen können. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Daylight Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.